Ihr habt mich noch nicht los, sorry. Es geht weiter. Dankeschön. So, ich muss hier mal meine Sache auspacken. Okay, heute ist ja Kleingruppensonntag und da habe ich euch was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Haribo Colorado. Was die jedoch mit Kleingruppen zu tun haben, das Geheimnis dürft ihr dann im Laufe des Gottesdienstes des Inputs selber rauskriegen. Ich würde zu Anfang vielleicht noch beten. Danke, Papa, dass du da bist, dass du unsere Herzen berührst, dass du weißt, wo wir stehen. Wir brauchen dich. Rede du durch mich, rede du klar zu den Leuten. Schenk du Berührung, dein Wille geschehe, Jesus. Danke für deinen Heiligen Geist, für deine Gegenwart und für das, dass du uns inspirierst und da bist und jeder was mitnehmen darf, in Jesu Namen. Amen. Kleingruppen, ja, wenn ich an Kleingruppen denke, dann denke ich eigentlich an Menschen, an ganz viele unterschiedliche Menschen. Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, Ziele, Gaben, Grenzen, Werte und zum Teil auch aus unterschiedlichen Kulturen. Und das macht die Gruppe lebendig und auch total spannend. Da gibt es Menschen, die lieben ihre Freiheit, die sind offen für jedes Abenteuer. Die lassen sich nicht so gern einengen, die sind spontan, flexibel und großzügig, teilweise auch großzügig mit ihrem Zeitmanagement. Und dann gibt es andere Leute, denen ist eine gewisse Routine, Regeln und Ordnung wichtig, weil es ihnen Sicherheit und Schutz bietet. Die gehen gern auf Nummer sicher. Sie sind zuverlässig, gewissenhaft und treu und manchmal vielleicht auch ein bisschen unelastisch. Und diese zwei Charaktertypen können sich wunderbar ergänzen oder vielleicht auch ab und zu auf die Nerven gehen, je nachdem. Dann gibt es noch Beziehungsmenschen. Beziehungsmenschen in einer Gruppe, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie empathisch sind. Der Mensch steht im Mittelpunkt, sie sind hilfsbereit, sie können schlecht Nein sagen. Sie sorgen für Harmonie, auch wenn sie selber zum Teil den Preis dafür bezahlen müssen. Dann gibt es noch die unabhängige Persönlichkeit, wie der Name sagt. Die sind unabhängig, das ist ihnen wichtig. Sie sind loyal, selbstständig, unbestechlich. Die können mit Gefühlsduseleien nicht so ganz viel anfangen. Und es kann für manch einen schwierig werden. Denn diese Menschen, die haben die Stärke, Probleme klar beim Namen zu nennen. Sie sind sachlich und sie schlucken nicht alles um der Harmonie willen. All diese unterschiedlichen Menschen in einer Gruppe oder in einer Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz, das klingt doch interessant nach einer bunten Mischung. Und da kommt Haribo ins Spiel. Als ich nämlich darüber nachdachte, bin ich eben an Haribo Colorado, an die Werbung erinnert worden. Eine bunte Mischung aus Lakritze, Fruchtgummi, ich habe mal so ein paar Dinger daraus, und Gummibärle, alle zusammen in einer Tüte oder in einer Kleingruppe. Also ganz ehrlich, ich finde die eine leckerer wie die andere. Ich mag zum Beispiel Lakritze überhaupt nicht. Und geht es uns nicht manchmal mit Menschen ähnlich? Da sind wir zusammen in einer Kleingruppe und mit dem einen werde ich schneller warm, da bin ich sofort auf einer Wellenlänge. Und mit dem anderen, da ist es vielleicht ein bisschen zäher, da ist es nicht so einfach. Ich merke, ich verstehe ihn nicht. Er tickt so ganz anders wie ich. Er hat einfach ein anderes Ziel. Jeder Einzelne ist einzigartig. Er hat seine Stärke und bringt eventuell auch diverses Konfliktpotenzial mit sich.
In 1. Korinther 12, da wird die Gemeinde ja als ein Leib mit vielen Gliedern, vielen Körperteilen und dadurch auch viele Aufgaben beschrieben. Okay. Und auch Römer 12 beschreibt, dass wir ein Leib sind, der aus vielen Teilen besteht, mit unterschiedlichen Funktionen und Gaben. Nicht jeder ist Hand oder Fuß oder Ohr oder Auge. Unsere Einzigartigkeit, genau diese Unterschiedlichkeit, die macht es ja eigentlich erst möglich, ist Grundlage dafür, dass wir Auge, Ohr, Hand, Fuß sein können. Denn dadurch können wir uns wunderbar in unsere Gaben und auch Aufgaben ergänzen. Um jetzt in einer Kleingruppe oder auch im Job und in der Familie miteinander klarzukommen, braucht es deshalb Rücksichtnahme, Annahme und auch das Wissen, dass wir eben unterschiedlich ticken, andere Bedürfnisse, Werte und Ziele haben. Es braucht auch Mut, um immer wieder auch aufeinander zuzugehen, auch mal nachzufragen, zuzuhören, damit man einander besser verstehe und vielleicht auch stehen lassen kann. Nun können wir diese Unterschiedlichkeit, die Gott ja gewollt hat, meiner Meinung nach. Er hat uns schließlich einen freien Wille gegeben, hat uns auch unterschiedliche Gaben und Berufungen gegeben. Wir können sie als Bereicherung oder als Problem sehen. Okay. Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde, steht im Hebräer 12, Vers 14. Wir sollen mit anderen im Frieden leben. Aber was ist Friede? Heißt es, ich schweig und ich schluck alles? Ist das Friede? Als Christ, vor allem als Beziehungsmensch, neigt man ja gern dazu, Konflikte, Krise, um des lieben Friedenwillens zu umgehen und zu schlucken. Diesen Ausdruck, um des lieben Friedenwillens, kenne ich nur zu gut aus meiner Herkunftsfamilie. Und auf den ersten Blick klingt es vielleicht sehr weise, sehr fromm und sehr reif. Denn wir sollen ja Friede bewahren. Wir sollen den anderen lieben, den anderen höher achten wie uns selber. Aber sind wir mal ehrlich, herrscht tatsächlich Harmonie und Frieden, wenn ich Dinge buchstäblich in mich reinfress und mich innerlich über den anderen mega aufreg oder vielleicht sogar hinterrum red? Ist das nicht eher Scheinfriede, Scheinharmonie? Denn in mir brodelt und kocht's, mein Innerstes ist weit weg von friedlich und harmonisch. Ich weiß, wovon ich rede. Ich predige heute hauptsächlich zu mir. Wo Menschen zusammen sind, ich denke, da sind Krisen und Konflikte, Meinungsverschiedenheiten unvermeidbar. Und deshalb sollten wir eben einen guten Weg finden, um mit Problemen oder Konflikten umzugehen, um sie auf eine liebevolle und respektvolle Art und Weise anzusprechen. Liebevoll und respektvoll im anderen gegenüber, aber auch dir gegenüber, indem du immer, also Betonung auf immer, nur nachgibst, alles schluckst, alles mit dir machen lässt, alles mit dir alleine ausmachst, gehst du nämlich auch nicht liebevoll und respektvoll mit dir um. Kommunikation, und zwar rechtzeitig, ist deshalb total wichtig. Denn dein Gegenüber kann nun eben mal nicht riechen, was du denkst, was du dir wünschst, was du brauchst oder was dich vielleicht verletzt hat. Also was ist eigentlich ein Konflikt oder eine Krise? Ein Konflikt oder eine Krise bedeutet, dass etwas so nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Vielleicht hat es ja über viele Jahre funktioniert, aber jetzt wird es Zeit für was Neues, für Veränderung. Und ich finde, wenn man es mit diesem Gesichtspunkt, aus dieser Perspektive betrachtet, dann klingt es gleich ganz anders, nicht mehr ganz so negativ.
Das chinesische Wort für Krise, das besteht aus zwei Schriftzeichen, die zusammengesetzt werden und dann eben dieses Wort Krise bilden. Und zwar diese Schriftzeichen, das Wort Gefahr und Chance. Und das bedeutet Krise. Und ich finde, jede Krise kann auch eine Chance sein. Wenn wir in die Apostelgeschichte reingucken, Apostelgeschichte 15, 36 bis 40 oder hier 37 bis 39, da lesen wir nämlich auch von einer Krise, von einem Konflikt um Johannes Markus. Paulus und Barnabas, die hatten einen heftigen Streit. Und zwar wollte der Barnabas gerne den Johannes Markus auf eine geplante Missionsreise mitnehmen. Es heißt, sie gerieten in einen heftigen Streit. Hier heißt, stritten heftig miteinander. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, scharf aneinander. Barnabas wollte Johannes Markus gerne eine zweite Chance geben. Er hat Potenzial gesehen und er war bereit, in Johannes zu investieren, auch wenn er sie das erste Mal im Stich gelassen hat. Bei ihm war die Beziehung der Mensch im Fokus. Paulus ist bei seiner Meinung geblieben, den nehmen wir nicht mit. Der hat uns das erste Mal sitzen lassen. Bei ihm gab es keine zweite Chance. Sein Fokus war auf seinem Ziel, seiner Aufgabe und das hat er konsequent verfolgt, ohne Wenn und Aber. Ich finde es total interessant, dass nicht einer Nachgeber hat. Es ist nicht alles zudeckt worden, schön geredet, sondern sie haben sich ihrem Konflikt, ihrer Meinungsverschiedenheit gestellt. Sie haben Disharmonie ausgehalten. Es haben sich danach zwar ihre Wege getrennt, aber es ging trotzdem weiter. Jeder ging seines Weges und daraus ist sogar was Großartiges entstanden. Wenn wir also an dieses chinesische Wort denken, für Krise, Gefahr und Chance. Im 2. Timotheus 4, Vers 11, da wird dann sogar erwähnt, wie das ausgegangen ist. Da schreibt der Paulus im Timotheus und verlangt von ihm, dass er eben diesen Johannes Markus mitbringen soll, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Mega, oder? Im Umgang mit Konflikten sollte man diverse Dinge beachten. Schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn, heißt hier in Jakobus. Gott hat uns nicht umsonst einen Mund, zwei Ohren und zwei Augen gegeben. Also zuerst aufmerksam, geduldig, aktiv zuhören. Überleg gut, bevor du redest. Manchmal muss man vielleicht erst aus der Situation rausgehen, sich vielleicht auch Bedenkzeit einräumen, ein bisschen abkühlen und dann antworten. Teilweise kann auch eine Pinkelpause helfen, um einfach Zeit zu gewinnen und runterzufahren, ein bisschen abzukühlen. Dankeschön. Sprüche 15, 1 bis 2, eine freundliche Antwort soll man geben und nicht im Zorn antworten. Man soll freundlich antworten und es fängt mit einer bewussten Entscheidung an. Und ich finde, da kann ein Stoßgebet wunderbar unterstützen. Ein Stoßgebet, das Gott uns in dem Moment des Wollen und des Vollbringens schenkt. Denn wenn man erstmal sauer ist, dann will man oft gar nicht freundlich antworten. Zumindest geht es mir manchmal so. Da möchte man einfach, ja. Keine Schuldzuweisungen oder Machtkämpfe. Das wäre mein nächster Punkt. Sondern Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Ich fühle mich nicht ernst genommen statt Du nimmst mich nie ernst. Auch das ist ein Punkt, den ich gar nicht so einfach finde. Denn also ich bin trainiert auf Ich-Botschaften. Du-Botschaften klingen irgendwie so fremd für mich, so gestellt, so unnatürlich. Und Ich-Botschaften, die gehen so viel einfacher von der Zunge. Die kann man so schön raushauen. Und wisst ihr was? Genauso kommen sie auch beim anderen an, wie so ein Schlag. Markus 12, 31.
Da heißt es, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also behandle andere so, wie du selber auch behandelt werden möchtest. Wenn du nicht möchtest, dass dich jemand anbrüllt, dann schrei dein Gegenüber auch nicht an. Versuch, der andere zu verstehen, dich in seine Lage nahe zu versetzen. Was bewegt ihn gerade? Was ist sein Ziel in der ganzen Angelegenheit? Was war das Ziel von Barnabas? Vielleicht eine zweite Chance für Markus oder Potenzial fördern? Barnabas hat in Markus investiert und daraus ist was Gutes, was Tolles entstanden. Liebe Beziehungsmenschen unter uns, es ist so, so wertvoll, was ihr macht. Jeder einzelne Mensch, in den ihr investiert, das ist total kostbar. Vielen Dank. Was war das Ziel von Paulus? Vielleicht effektiv arbeiten? Ich würde behaupten, er war sehr ziel- und aufgabeorientiert. Und es ist eine wunderbare Sache, wenn Aufgaben gewissenhaft erledigt werden, wenn Ziele verfolgt werden, wenn Menschen zuverlässig und treu ihren Dienst tun. Ein fettes Danke an alle, die sich dabei angesprochen fühlen. Das ist, sind unter anderem eure großen Stärken. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Viele Glieder an einem Leib. Jedes Glied ist gleich wichtig und gleich wertvoll. Lukas 14, da geht es um Kosten abwägen. In dem Kapitel geht es zwar um Kosten der Nachfolge, aber ich finde es auch ganz interessant, das in Bezug auf Konflikte immer wieder zu überdenken oder über Dinge, die uns ärgern oder nerven. Überleg vorher, was erreicht werden kann, indem du Dinge ansprichst. Lass es, wenn nichts dabei rauskommt, also wäge Kosten und Nutzen ab. Ich mache das ganz oft bei Dingen, die mich innerhalb der Familie ärgern. Da überlege ich mir, lohnt es sich tatsächlich deswegen, mich jetzt aufzuregen, was zu sagen? Oder ist es nicht vielleicht schneller erledigt, wenn ich es einfach selber mache? Wenn eben wieder mal das Geschirr auf der Spülmaschine steht, statt in der Spülmaschine. Ja, tatsächlich ist es manchmal wesentlich weniger Aufwand, es selber geschwind zu machen. Allerdings, liebe Eltern, bei Kindern sollte man das natürlich gut überlegen, denn da geht es ja schließlich um das Thema Erziehung. Da solltest du überlegen, was dein Kind dadurch lernt oder vielleicht eben nicht lernt, indem du selber schnell geschwind machst. Was jedoch unsere Ehemänner betrifft, die sollen, müssen und dürfen wir nicht erziehen. Da können wir echt großzügig sein. Manchmal wäre es schon reizvoll da. Ja, ihr wisst schon. Also, halte mal fest, ich darf Grenzen setzen. Ich darf Dinge ansprechen, die für mich schwierig sind, aber nicht immer lohnt es sich. Und die Art und Weise, wie ich Dinge anspreche, die ist maßgebend. Und dann ein weiterer entscheidender Punkt, was ist mein Anteil an dem Ganzen? Philipper 2, 3 und 4, da heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Prüfe deine Motivation. Geht es dir nur darum, Recht zu haben, Anerkennung zu kriegen? Oder was ist dein Ziel in der ganzen Sache? Was ist deine Motivation? Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann lass dich von Gott prüfen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Komm ehrlich vor Gott. Lass dich von ihm prüfen. Was liegt an dir? Wo trägst du zum Konflikt bei? Wo solltest du dich vielleicht verändern oder umdenken? Sei offen für eigene Fehler und Schwächen
und übernimm dann auch Verantwortung für deinen Eigenanteil. Und dann noch ein letzter Punkt. Wenn es mal vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dann mach's eben nicht wie mit Haribo Colorado. Also fresst euch nicht gegenseitig auf. So heißt es auch in Galater 5,15, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer von anderen aufgefressen werdet. Das sollen wir nicht, sondern Kolosser 3, Vers 12, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt. Eine Krise kann eine wunderbare Chance für Veränderung sein, für was Neues, so wie bei Johannes Markus. Es bringt aber auch diverse Gefahren mit sich. Da müssen wir nur in die Nachrichten reingucken. Da sehen wir relativ klar, was Konflikte, was Meinungsverschiedenheiten, Krisen alles anrichten können. Israel, Ukraine, Menschen, die sich gegenseitig auslöschen oder wie Galater sagt, sich gegenseitig buchstäblich auffressen. Im Miteinander, in Konflikte oder auch sonst im Alltag am Arbeitsplatz, da braucht es immer wieder Vergebung oder Buße. Dem anderen vergeben, seine Schuld, da wo er an dir schuldig worden ist. Und auch ich bitte um Vergebung beim anderen, da wo ich im anderen Unrecht getan habe. Und ich vergebe auch mir selber. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, es ist manchmal sogar vielleicht sogar noch etwas schwieriger, natürlich je nachdem, um was es geht. Ich möchte gern abschließen mit Epheser 4. Das fasst es alles nochmal ganz schön zusammen. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wer gern mehr zum Thema Vergebung wissen möchte, da gibt es eine ganz tolle Predigt von Christoph, die ich euch nur empfehlen kann. So, das klingt jetzt in der Theorie vielleicht alles ganz okay, aber aus Erfahrung weiß ich nur zu gut, dass es oftmals, bei mir zumindest, an der Umsetzung hapert. Da ist man sauer, da ist man angepisst und dann möchte man nicht lieb und nett sein oder freundlich antworten. Falls irgendjemand nur annähernd weiß, wovon ich rede, dann möchte ich jetzt gerne noch genau für diejenige beten und ich schließe mich damit ein. Ihr dürft aufstehen oder sitzen bleiben, völlig egal. Papa, wir brauchen dich, wir kommen zu dir. Und wir bitten dich, dass du in diese Stürme, in diese Konfliktsituationen, dass du da mit deinem Heiligen Geist hineinkommst und uns da immer wieder dran erinnerst, was wir gehört haben. Dass du uns hilfst, uns für das Gute zu entscheiden, freundlich zu antworten. Dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst, dass wir Zorn ablegen können, dass wenn wir so angepisst sind und losbrüllen wollen, dass wir uns darauf besinnen, dass du uns daran erinnerst, dass dein Friede da ist und dass du uns erfüllst und dass es unsere Entscheidung ist und wir die Wahl haben, zu schreien oder freundlich zu antworten. Schenke du uns da das Wollen und das Vollbringen, Jesus. Hilf uns bei der Umsetzung. Wir alleine können es nicht. Wir brauchen dich da. Steh du uns bei, erinnere du uns an all das und hilf du uns dadurch. Und hilf uns auch,
wenn es selber mal vielleicht wieder daneben gegangen ist, dass wir dann auch den Mut aufbringen, um auf den anderen zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Und dass wir dann auch selber uns auch da dafür vergeben können. Danke, dass du uns da bei der Hand nimmst, dass du uns nicht alleine wursteln lässt, sondern dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist. Danke, dass du real bist und dass du damit eingreifen möchtest, wenn wir es zulassen. Danke, dass du bei uns bist und uns führst und leidest. Und danke, dass du gnädig bist, wenn es einfach mal nicht so klappt hat. Wir brauchen dich und wir lieben dich. Danke. Amen. Christoph, du darfst.